damit willkommen zurück zu Mittelerde Mordor Schatten. In der nächsten Aufnahme, da kommt Talion. Talion, hüpf. Brava Talion. So, in der letzten Aufnahme, zu den letzten beiden Aufnahmen zusammengenommen, haben wir ja doch einiges geschafft. Ich schiele einmal schnell auf die Karte, was jetzt zu tun ist. Genau, wir wollten die Häuptlinge dezimieren und hatten uns da Luga den Sanften als erstes auserkoren. Genau, das weiß man, da hatte ich ja noch die Häuptlinge aufgeklärt. Genau, so, einmal kurz gucken, wissen wir etwas über Luga den Sanften? Luga den Sanften, er hat auf jeden Fall einen Hauptmann. Tumuk Hinkebein ist der Leibwächter. Was wissen wir denn über den? Dass ein Häuptling, den wir mit Steichtodesstoß sofort töten können. Okay. Das heißt, wir müssen eigentlich nur an den rankommen. Aber das Beste wäre, wenn wir dafür erstmal seinen Leibwächter eliminieren, der zufälligerweise uns in einer Mission als Ziel zur Verfügung steht. Und dieses Ziel befindet sich sogar noch direkt an einem Schnellreisepunkt. Das ist ja mal richtig Luxus. Und zwar dort. Knack. Allihop. So, dann wollen wir den Hinkebein ausschalten. Der andere ist mir egal. Du denkst, du wirst mit mir fertig? Lächerlich! Die Jungs haben Wetten auf deinen Tod abgeschlossen. Gut, Hinkebein muss sterben, alles andere ist egal. Wenn ein Jungs wie du davongelaufen wäre, würde er in der Karagor-Grube enden. Das wollte ich gar nicht, verdammt. Oh, meisterhaft verkackt gerade. Knack. Ich wollte wieder einen Schattenangriff machen. Schild auf den Falschen. Du wagst es, mich zu stören? Du sollst noch mehr leiden als dieser garstige Uruk. Das ist unser Ziel. Der Gute. Oh, das sind alles Lanzenträger. Was für ein Mist. Hilfe. Ah, okay, der überlebt auf jeden Fall nicht. Gut, Hinkebein ist tot. War zwar etwas anders geplant, aber naja, gut. Gut, Tumuk Hinkebein wurde getötet. Das ist sehr gut. Okay, ich muss weg. Andererseits, wenn wir den anderen Hauptmann schon mal haben. Immun gegen Fernkampf, so ein Scheiß. So ein Mist. Vielleicht verliert er uns ja aus den Augen und wir können einen Schleichangriff machen. Ich probier's mal. Ja, das hat wehgetan auf jeden Fall. Das Blöde ist, nur mit Fernkampf kriegen wir den nicht. Das ist etwas nervig. Dass er eine gewisse Fernkampfimmunität hat. Mist, ich konnte beinahe in die Richtung machen. So ein Idiot. Idiota. So ein. Ah, ich hasse diese Schildträger. Die sind so nervig. Und dann nicht schnell genug reagiert. Ich hab doch A gedrückt, verdammt. Ich drück jetzt halt A und er ignoriert es. Ah, yo, Karagor, das könnte sogar helfen. Mal sehen, wir schaffen es auf den Karagor zu kommen. War so zwar eigentlich nicht geplant, aber... Okay, ich finde, wir warten einfach mal kurz. Und gucken einfach mal, wo ich nutze die Gunst der Stunde mal und... pull mal seine beiden Leibwächter da weg. So, Karagore, werde so freundlich. So,
zwar auch nicht die feine Art, die Arbeit hier machen zu lassen. Okay, das ist auch ein Hauptmann. Habe ich dich in einem schlechten Sockdusch, der Verfallene. Wie bedauerlich für dich. Ja. In der Tat wird es langsam ein bisschen bedauerlich für uns. Oiwei, wo kommen die denn alle her? Okay, das ist irgendwie wieder voll geheilt. Das ist eine Kombination, die mir gerade gar nicht gefällt. Und deshalb, ciao. Zwei Schildträger, Hauptmänner, muss ich nicht wirklich haben. So. Unser Ziel war der gute Mann hier. Schnellreise ist derzeit nicht verfügbar, wahrscheinlich werden wir noch offiziell als im Kampf gelten. Wenn ich so in Form wie Redback wäre, würden sie mich im Nonnenmeer ertränken. Naja gut, versuchen wir nochmal zu reisen. Dieses Mal geht's. Und unser Ziel ist den Pfad dort hinten längs. Warum musst du den Orks immer wieder Worte geben? So steckst du bloß Prügel ein. Weil ich ein freier Mensch bin. Das können sie mir nicht nehmen. Dass das noch eine Schleichtötung ist, das ist eigentlich lächerlich. Und eins. Zwei. Und drei. Ich stehe in deiner Schuld. Steht's zu Diensten, meine Freunde? Überlebensherausforderung, was brauchen wir eigentlich noch? Ein Erdenbrot, okay. Ein Erdenbrötchen. Oh Mann, das ist ein Hauptmann, das ist ein Hauptmann. Du Made, hier kommst du nicht davon. Mutzgedopp. Oh nein, ich finde dich, ich versprech's. Du hast mich gefunden, du Pflaume, und jetzt komm her. So, knack. Zu langsam. Ein Hauptmann allein ist aber mal kein Gegner eigentlich, vor allem nicht, wenn es so ein einfacher Billigwurm ist. Darauf falle ich kein zweites Mal rein. So, Kollege. Gib deinen Verstand auf. Talk to me. Gut, über die haben wir alle schon Informationen. Über ihn aber noch nicht. Wer bist denn du? Duschrad. Oh, ein Gifthauptling. Ja, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Okay. Gute Nacht. War zwar eigentlich nicht geplant, aber hey. Schima unten links, da unten links wuchs ein Kraut, aber das ist ein rotes. Das Rote brauchen wir nicht. Ach man, der Häuptling hat ja auch immer seinen Ort, seinen Aufenthaltsort meiner Festung. Yay. Wie sollen wir den denn mit dem Schleichattentat in der Festung töten? Das ist doch... Lass diesen Uruk schreien. Und sein Meister wird antworten. Diese Menschen sind wie Ratten in unseren Landen. Und wir Ratten müssen... Okay, wir müssen den festhalten. Oh shit, ich dachte, der wäre hier vorne. Ja, super. Meister verkackt gerade. So nicht, Kollege. Kein Alarm. Talion? Mach mich nicht unglücklich. So, jetzt müssen wir schnell wieder entkommen, um ja, das meisterhaft verkackte Anschleichen an den Uruk wieder auszugleichen. Okay, den brauchen wir da unten. Sehr schön, einmal übers Ziel hinaus. Okay, den müssen wir greifen. Ich versuch's einfach mal. Ich habe keine Ahnung, ob es klappt. Den müssen wir 20 Sekunden festhalten. Wie sollen wir das denn machen? So, erstmal randalieren wir ein bisschen. Okay, das ist unser Ziel. Den sollen wir vielleicht nicht töten. Gut, dann randalieren wir erstmal ein bisschen. Gut. Ich wollte es eigentlich ein bisschen friedlicher lösen, aber gut.
Also, so nicht, Freundchen. Kein Alarm. Alarm will ich nicht. Tim verprügelt gerade seinen eigenen Kollegen, guck mal. Er verprügelt seinen eigenen Kameraden, wie dämlich ist das denn? Luga ist in the house. Nein! Scheiß! Da springt er doch Eis. Ich hatte doch. Da bist du! Nicht ja, ehrlich! In ganzer verrottender Pracht! Du fällst förmlich auseinander! Was ist das denn für einer? Ich wollte mich an Luga anschleichen, so ein Dreck! Verbrennt uns alle! Was war das? Talion, falscher Ork! Naja. Du verletzten Freunde. War nicht so ganz. War nicht ganz so wie geplant, aber naja, gut, den kriegen wir schon irgendwie. Oh, okay, den kriegen wir vielleicht nicht. Vor allem, wenn mal ein anderer Hauptmann mit dazu gekommen. Meine Güte. Immun gegen Fernkampf, das auch noch. Verdammt, ey. Naja, versuchen es trotzdem mal. Könnte jetzt zwar etwas nerviger werden, aber. So, Luga, hier ist noch ein Feuerfass. Komm noch kurz ein kleines Stück mit, mein Guter. Ja, perfekt. Bleib genau da. Wenn ihr brennt, stinkt gefälligst die anderen nicht an. Dunkel. Schmerz. Ich sterbe! Korrekt. Und adios, amigo. Ein Häuptling weniger. Ja, leider tot. Kollege? Ja, doch, hau dir doch gerade ab, der Typ. So nicht, Freundchen. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Kollege, hier geblieben. Mich täuschst du nicht. Ich täusche dich nicht, ich töte dich. So. Was für ein Schwächling. Unser nicht würdig. Hoggisch, der Koch, ist weg. So, zwei Häuptlinge sind tot, vier haben wir insgesamt zu töten, nein, eigentlich sind es insgesamt fünf tatsächlich, wir werden natürlich auch alle umnieten, das ist ja klar. So, da gibt es Ladbug-Schädelsammler. Was wissen wir denn über Ladbug-Schädelsammler? Wer ist denn das? Das ist er. Der hat im Moment keinerlei Leibwächter zur Verfügung, das ist sehr schön. Dann ist der als nächstes dran, weil er gerade keine Leibwächter, ich meine, schadet ja nicht. Ladbug ist da unten, dann würde ich sagen, von da aus schleichen wir uns an den guten Herrn mal an. Moment, ich glaube, ich habe Erdenbrot gesehen. So, den töten wir und den verhören wir. Okay, den verhören wir nicht, weil es immer nichts zum Verhören gibt. Nee, das hört sich in der Tat nicht gut an, nicht gut für euch.
Knack. Ach Leute. Ah. Ich will doch nur dieses kleine Kräutchen da hinten einsammeln. Blutet ihn aus. Und dann bin ich auch schon weg. Ich spiele weitere Hauptaufträge, um aufzudecken. Okay, da können wir im Moment noch nicht weitermachen. Was ist eigentlich unsere Jagdherausforderung im Moment? Töte 3 Fledermäuse. Ah, super. Dafür brauchen wir Höhlen. Oh, da kann ich jetzt ja nicht widerstehen. Einfach, weil ich es kann. Bringt uns eigentlich nichts, aber ich kann es halt. So. Der Häuptling wird sich an den Legenden deines Schwertes beweisen wollen. Ja. Das machen wir doch. Wir müssen die Unterstützer durch Kampf- oder Bodenhinrichtungen ausschalten, oder zumindest... Gut, das heißt, wir müssen uns nicht verstecken. Wir fahren einfach mit der Tür ins Haus. So, erster Unterstützer hingerichtet. Knack. Das Blöde ist, hier sind jetzt gerade keine Unterstützer mehr. Das heißt, das bringt uns nicht mehr, was die jetzt zu massakrieren. Wir machen es aber trotzdem. Du zündest gar nichts an, Amigo. Daneben. Aber blöde Berserker. Ah, so ein Dreck. Ich krieg keine Trefferserie aufgeladen an den Typen. Boah, die kontern mich immer sofort. Okay, das machen wir anders. Shit, okay, den kann ich erstmal nicht aufhalten, oder? Nee, ich bin nicht aufgehalten, shit. Okay, hier ist jetzt definitiv gleich Alarm im Darm. Verdammt, die ganzen Unterstützer sind hier und das sind solche nervigen Gegner. So, noch einer. Knack. Ciao. Okay, die Uhrs rufen um Hilfe, das ist nicht gut. Also, wie schaffe ich es an die beiden Berserker eine Trefferserie aufzuladen? Ich weiß es nicht. Ja, schaffe ich, sehr gut. 3 von 5. Haben wir hier Unterstützer hier unten? Nein, okay, die sind woanders. Da brauche ich hier auch nicht sein. Dann warum soll ich mit was kämpfen, was wir gar nicht töten müssen? Das ist doch sinnlos. Da oben ist auf jeden Fall wieder einer. Zu erkennen an den gelben Punkten. Hallo. Guten Abend. Oh, das sind mir ein bisschen viele. Oh, ich hasse diese Schildträger. Weil die muss man halt mit A auskontern, nicht mit Y. Das nervt richtig. Ah, Mann. Lass mich noch mal in Frieden, ihr Pisser. Okay, die habe ich gekontert, aber er hat sie ignoriert. Na gut. Finish him. Hä? Ich hab. Da stand Y und Schlagade stand da A. Okay, das machen wir jetzt mal anders. Ich sichte die Reihen erstmal und ich versuch's zumindest ein bisschen. So, Leute. Wer will jetzt noch? Ja, natürlich, die ganzen Schildträger überleben, das war ja mal wieder klar. Okay, ciao. Wir müssen uns erstmal kurz heilen. Sonst ist diese Mission sehr bald zu Ende.